Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch hier in Professor Moreaus Grabruinen oder sowas. Ich weiß nicht, wir haben hier so eine komische Statue. Wir haben auch eine Gargoyle-Pfote gelootet. Aufnehmen. Oh ja, warum nicht? Ein bisschen eine kleine goldene Diamantkette. Ach, die Gargoyle-Pfote sollen wir hier reintun? Großartig. Portale. Das wird ja immer besser. Ja, Portale. Die machen ja zum Glück nichts. Portale sind nicht Geralts Stärke. Der mag die nicht. Hier gibt's. Ey, hier gibt's ja verschiedene Ebenen Portale. Da sind wir ja hergekommen. Nee, 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 nee. Das wollte ich auch gar nicht machen. Da sind wir hergekommen. Wir haben 1, 2, 3 Portale. Ich fange jetzt einfach mal mit dem rechten hier an. Sehe schon, komm, das ist wie so ein Labyrinth, ey. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Das rechte war es schon mal nicht. Ausmachen. Ne, das brauche ich ja nicht mal. Ne. So, dann nehme ich einfach das zweite von rechts. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Ja, ist ja interessant, ey. Mann, ich. Also, dann nehmen wir das Portal, wo er hinguckt. Und jetzt sind wir eine Ebene höher. Aus dem Portal gekommen und stehen in seinem Rücken. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Okay, nehmen wir mal das linke. Mist, schon wieder falsch. Ja. Vielleicht gibt es hier ja einen Hinweis. Ein Hinweis? Was für ein Hinweis? Was ist nicht. Ich meine, wir haben hier. Flucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Was für ein Hinweis soll es denn hier geben? Ach, das sind ja. Das sind doch. Ausmachen. Ja, keine Ahnung, was der Hinweis sein soll. Ich kann hier nochmal eine Questgegenstände nachgucken. Wir haben ja das von Professor Moreau bekommen. Alte Karte von Toussaint ist immer noch. Geheimnisvolle Notizen. Naja, super. Jetzt kann ich mir hier einen Arsch absuchen, oder was? Ach hier, Professor Moreaus Tagebuch. Ja. Sie zu drücken. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Das steht gar nichts. Ist jedenfalls das erste Portal ist ja richtig. Das ist ja hier. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Ob man hier irgendwo. Jetzt kommt einfach das zweite hier. Rechts lang. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Ich weiß auch nicht, was der Hinweis sein soll. Durch die. Das müsste ja eigentlich jetzt gegenüber sein, aber wie soll ich da rüberkommen? Wie soll ich da rüberkommen, ey? Okay. Das Portal war es nicht. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Nö. Ich muss ja irgendwie jetzt zu dem anderen Portal kommen, auf der anderen Seite. Was ist, wenn ich jetzt einfach hier runterfalle? Ich kann einfach hier hochklettern.
lol, komm, kletter hoch, Geralt. So, jetzt wissen wir, haben wir schon mal das zweite Portal. Jetzt sind wir auf der Oben. Suchen wir eben den nächsten. Hä, eben war sowas wie ein Herzschlag. Nehmen wir mal nicht das erste jetzt. Und Hinweise sehe ich hier auch überhaupt keine. Hier haben wir noch ein zweites. Ah, hier könnte ich mit rüberspringen versuchen, ne? Tja, dann machen wir das doch auch. Kommt mir eher so vor, als sollten wir hier rüberspringen. Hier wäre noch eins. Dann nehmen wir jetzt einfach das, wo wir springen mussten. Wow, wir haben's. Muss Moreau sein Labor gehabt haben. Uns haben wir nur eine Steinwand hinter uns. Keine Ahnung, ob es da irgendwo einen Hinweis gab, aber es waren ja auch nicht gerade viele Portale, also. Krähenauge. Oh, eine Schatzkiste. Herzogwächterstiefel. Hier liegt wieder was rum. Ey. Ey, was sind denn das für komische Treppen, ey? Das sind so Treppen, wo man runterrutscht. So, jetzt lassen wir mal die Fackel weg. Kristalle. Ich sollte sie im Megaskop verwenden. Es fehlen zwei Kristalle. Es ist optional, die fehlenden Kristalle zu finden. Mhm. Ist das hier ein Kristall? Haben wir schon mal einen. Skolotromorphe, der einzige Trost im Exil. Ich habe teuer für meine Fehler bezahlt. Dieses Exil, die Sehnsucht nach der schönen Wüsten und Steppen Ophirs, in diesem grässlich grünen Land mit seinen übertriebenen Gerüchen und Geschmäckern, von denen mir nur übel wird, füllt mein Herz mit Leid. Mein einziger Trost ist eine kleine Skolopendren-Kolonie. Skolopendromorphen für die Freunde der Wissenschaft. Ich nenne sie Tausendfüßler. Sie leben in der Nähe meiner Hütte. Diese herrlichen Kreaturen erinnern mich an die Heimat. Gewiss haben sie sich hier angesiedelt, weil es hier Klumare gibt, von deren Kot sich kleinere Tiere ernähren, die wiederum von den Skolopendren gefressen werden. Manchmal beobachte ich sie, wenn sie fressen. Ich bewundere ihre krummen Gliedmaßen, ihre prächtigen Kauwerkzeuge, die wie aus Eisen wirken, und ihre spiegelnden Chitinpanzer. Aha. Oh, ein großes grünes Mutagen, aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kristall. Auch wenn es nur optional ist. Rezept. Transmutator, kleines Mutagen, blau in grün. Leer. Ich frage mich, wer hier eingesperrt war. Aha. Da ist ein kleiner Käfig. Gut, Geralt, lass uns doch einfach jetzt nochmal das fehlende... Was ist das denn? Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik. Oh, das ist doch schon mit den neuen Hexermutationen. Bevor Hexermutationen erwogen oder erforscht werden... gilt es, sich mit der spezifischen Physiologie und Biochemie jener Individuen zu befassen. Die Transformationen durch die Kräuterprobe sind irreversibel. Sie führen zu Unfruchtbarkeit, außerdem zu signifikant erhöhter Körperkraft und Sinnesschärfe. Die Mutationen bewirken ferner eine Abfrischung des menschlichen Affekts. Obwohl Informationen zur Kräuterprobe und den anderen Transformationen, an denen die Adepten unterzogen werden, von den Hexermeistern streng bewacht werden, behauptet Ludovic Celestin von Banat, dass Proteine der grauen Skolopendromorphen, besser bekannte als weiße Witwen,
die Basis der Hexer-Mutagene konstituieren. Nachforschungen, die diese Theorie bestätigen, fehlen jedoch. Ja, Geralt ist halt wirklich ein sehr besonderer Hexer, weil bei ihm ist die Mutation zwar auch vorangeschritten, aber seine Bindung zu seiner Mutter irgendwie, das kam auch in der TV-Serie halt sehr stark raus, ach, da liegt doch das Fehlende, aber draußen, die hat dazu geführt, dass er diesen Affekt, die Emotionen, das was einen Menschen ausmacht, wo geht's da jetzt raus? Ich speichere jetzt erstmal ab. Wir gehen jetzt erstmal nicht raus, dass er seine Gefühle weitestgehend behalten hat, ja. Und das macht ihn halt so besonders. Jetzt haben wir auch den zweiten Kristall und müssen sie nur noch platzieren. Aber ich kann ja auch einfach mal jetzt hier zu Ende gucken. Was ist das hier? Hä? Öffnet sich das hier oder was? Überlegen der Tanz in der Stern. Dann schmeißen wir jetzt mal so eine Bombe dagegen, ey. Hat nichts gebracht. Was ist mit diesem Ding? Ist es so ein Kristall, den ich aufladen kann? Aha. Na gut, also gehen wollen wir ja noch nicht, oder? Das weiß ich nicht. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Was ist denn das für ein Mensch? Hängt da noch irgendwas da an dem Kessel? Nö. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Ja, das werden wir noch schon noch rausfinden. So einfach machen die sie einem ja nicht. Jetzt gehen wir erstmal zu diesem komischen Ding und... Dieser Kristall gehört hierher. Alle Kristalle sind da. Mal sehen, was du verbirgst. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Tor, fangen wir in der Reihenfolge an. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen, und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. Der wollte... So. Der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Tja, sind verstärkt worden. Normal hat man nur 3 Kristalle da liegen, oder was? Und wir haben jetzt halt alle 5. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg.
Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Mutagen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutation weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. Albumin. Im Text stand unten Eiweiß. Das ist ein anderes Wort dafür. Wie sich Geralt immer die Kristalle anschaut. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Okay, jetzt haben wir noch den letzten. Jahre der Experimente, Forschung, Opfer. Alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter. Machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. Das werden wir auf jeden Fall machen. Fassen wir zusammen. So, Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren, aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen. Besorgt der mutiertes Riesentausendfüßler-Albumin. Okay. Naja, das brauchen wir jetzt nicht mehr benutzen. Da haben wir uns das ja alles schon angehört. Was ist denn da? Hä? Was ist denn mit der Wand da oben? Okay. Komm, zieh mal nach oben. Ist irgendwas kaputt gegangen? Was soll das jetzt bringen? Vielleicht müssen wir von der anderen Seite kommen. Ja. Wir brauchen also Rieseneiweiß. Und der Weg führt dahin. Und wir haben da ein Portal. Das Portal nutzen wir jetzt erstmal nicht.
Weil wir brauchen ja das Eiweiß und müssen sowieso wieder hierher zurückkommen, wahrscheinlich. Gab es hier überhaupt noch einen anderen Weg? Oder habe ich irgendwas falsch in Erinnerung, ey? Nee, es geht eigentlich nur da lang. Und da. Hier war ja eigentlich nichts. Sieht ja komisch aus da mit dem. Nee. Okay, dann müssen wir so oder so durch das Portal gehen. Ich könnte schwören, dass ich... Habe ich mich denn doch falsch erinnert? Ach, natürlich, hier ist doch der Weg. Ja, das Portal nutzen wir erstmal nicht. Wir gehen hier durch. Komm, das ist hier nicht so einfach mit dem Ding. Aber das mit den Bomben kriege ich besser hin. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Das war noch ein anderer Weg. Und ich dachte schon, ich hätte mich da irgendwie... geirrt, ey. Was jetzt, du Stück Dreck? Geht. Oh. Weiße Witche. Witwe. Komm, dann nehmen wir mal hier den überlegenen Nordwind. Machen wir einfach kurz Prozess. Wollen wir mal ein Hexerzeichen, was Schaden macht? Oh fuck, ey, direkt hinter mir. Was ist das für ein fieses Ding hier? Macht nicht viel Schaden, aber spuckt einen dauernd an und haut dann ab. Wow, ey. Geil. Ich muss mir auf das Ding zurollen. Das funktioniert gar nicht, Feuer. Wo ist das Ding wieder hin? Komm, bleib mal hier. Ja, jetzt hab ich's. Ah! Oh Mann, es hat zu lange gedauert, was ich da gemacht habe. Oh! Komm, wir haben gerade die anderen Bomben. So Fernkampf. Komm, brenn einfach nur, ey. Bam! Was für ein nerviges Vieh ist das? Nix, wir haben nichts mehr zu schmeißen, ne? Bleib weg! Ne, schon wieder weg. Ich brauche deine Eier. Das hört sich gut an. Monsterpanzer, rotes Untergehen. Wo finden wir die Eier? Muss doch irgendwo Eier geben, oder? Ja, die haben die Eier beschützt. Wir finden die irgendwo hier. Da sind wir hergekommen und da hinten gibt es irgendwie noch einen Weg. Ach nee. Das geht zurück. Ah nee. Das habe ich jetzt verpeilt. Wir können hier hoch. Denn hier ab? Noch mehr?
Scheißdinger, ey. Ja, es hat schon einiges zu bieten, Geralt. Einfach schnell sein, ey. Was ist denn das für ein Scheißvieh, ey? Brenn! Oh, ey, springst du mich noch an? Komm, Haus, Haus! Ah, nicht vergessen, mit der Fackel kann ich keine starken Schläge machen. Ja! LOL! Ey, also irgendwie geht's direkt weg, wenn ich direkt... Das ist nix, das haut sofort ab. Boah, dann springt's mich noch an. Wow, macht voll viel Schaden, ey. Kannst du ja knicken. Der hat den Armbrustbolzen einfach nur geblockt. Oh, dann stürzt mich direkt weg. Bist du gefangen? Ey, Irden hilft doch gegen dir. Komm mal her jetzt. Komm mal hier in diesen Kreis. Ah, das ist die Schwäche von denen. Komm. Wir wissen es, wie wir es machen. Ey, wieso kann ich es nicht... Wieso geht es nicht? Ich kann nicht ran, solange das irgendwie so komisch brennt. Komm, nochmal. Komm mal hierher. Also der ist irgendwie ein bisschen anders. Ein bisschen anders als die vorherigen. Der haut sofort ab, wenn ich ihn ankomme. So, jetzt einmal bitte in den Kreis. Noch einmal bitte. Wow, wir haben es geschafft, ey. Sind es die Eier hier, oder was? Großes rotes Muttergen. Jetzt habe ich mehr, als ich brauche. Ah, das sind die Eier hier. Mutiertes Albumin. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich alle, oder? Okay, da sind wir hergekommen. Was liegt denn da? Eigentlich nix. Das sind irgendwelche Spuren. Ach, das sieht jetzt so aus, als was ich vorhin schon zerstört habe. So, man weiß ja nie, sollte jetzt eigentlich nichts passieren, aber kostet ja nichts. Einfach mal sich wieder das jetzt zu tun. Wo ist der Apparat? Das sieht aus wie eine eiserne Jungfrau, das eine Stück da. Zieh dich aus und aktiviere Moros Erfindung. Ey, wir müssen da rein. So faszinierend Maschinen auch sind. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Wie kann man sich ausziehen? Waffen und Rüstung zurücklassen, ey. Einmal nackig machen. Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Nun, ich werde es herausfinden.
Noch schneller, noch stärker, noch unmenschlicher. Wir haben jetzt das Mutationssystem freigeschaltet. Mutationen bedeuten neue Möglichkeiten, von denen normale Leute nur träumen können. Weitere Informationen finden wir dann, wenn wir uns den Charakter Geralt nochmal genauer angucken. Verlasse Moros Labor. Dann sind wir ja anscheinend hier fertig, obwohl ich jetzt das noch mehr von den Eiern hatte. Ja, dann das sollten wir uns dann auf jeden Fall mal anschauen. Was zeigt er mir? Mutation. Drücke, um Mutationsfenster zu öffnen. Erforschung von Mutationen. Um Mutationen verwenden zu können, musst du sie zuerst erforschen. Wähle dazu eine der verfügbaren Mutationen aus. Aha. Toxisches Blut. Wir haben tödlicher Konter. Das ist jetzt rote Mutation. Um Mutationen erfolgreich zu erfüllen, musst du die erforderliche Anzahl von Fertigkeitenpunkten und Mutagen dafür verwenden. Zwei große rote. Ich habe ja nur eine. Und zwei Fertigkeitspunkte. Tödlicher Konter, Schwertangriffe bewegen 25% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind und an Monstern. In allen anderen Fällen, bei denen die Vitalität des Angriffs geringer als 25% ist, lösen Konter automatisch einen finalen Hieb aus. Das hört sich auch ziemlich krass an, wir müssen aber nur eine Sache aussuchen. Wähle eine der fortgeschrittenen Mutationen aus. Blutbad, das gehört wohl zu Rot. Jeder tödliche Hieb mit einem Schwert zerstückelt den Gegner oder aktiviert finale Hiebe. Jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, maximal 250, bis der Kampf beendet ist. Der Bonus geht verloren, wenn du Schaden erleidest. Außer durch Toxizität. Das wäre jetzt Rot. Grün ist toxisches Blut. Wenn du im Nahkampf Schaden leidest, wirken davon 1,5% pro Punkt einer Toxizitätsstufe auf den Gegner. Das könnte ich sogar jetzt benutzen. Ja, da habe ich ja große Runen, benutze ich ja kaum. Katzenaugen ist wieder was anderes. Das ist dann hier der Armbrustschaden. Ich gucke mir das jetzt nochmal genauer an. Gut, also der grüne Pfad, der würde uns letztendlich zur Euphorie bringen. Erhöht Schwertschaden und Zeichenintensität. Hier gibt es mutierte Haut, da kriege ich weniger Schaden. Ja, grün ist eigentlich das, was Vitalität erhöht. Beides zusammen, wenn ich Euphorie und Blutbad freigeschaltet hätte, ja, könnte ich dann Katzenaugen haben. Armbrustschaden wird erhöht. Naja, ist nicht so wichtig. Oder Metamorphose als finales Mutation. Werden kritische Effekte auf den Gegner angewendet, wird ein zufällig ausgewählter Absurd 120 Sekunden lang ohne Toxizität kostenaktiv. Aha. Und erhöht die maximale Anzahl von Absurden. Das sind diese Tränke, die einen noch stärker machen. Ich benutze die ja eigentlich kaum, sondern nur die generellen. Okay. Gestärkte Synapsen. Anzahl zum erforderlichen Mutation 2. So, was gibt's denn hier bei Magie? Weil das ist ja meistens dann schon ein bisschen lustiger. Zeichen können jetzt kritische Treffer verursachen. Ja, scheinen so Gegner, die mit den kritischen Treffern durch Zeichen getötet wurden, explodieren. Das hört sich auf jeden Fall lustig an. Was gibt's hier? Schneidende Kälte? Wird das A-Zeichen gewirkt? Besteht eine Chance von 25% den Gegner einzufrieren. Niedergestreckte Gegner, die eingefroren sind, sterben sofort. Gegner, die nicht eingefroren sind, erleiden 3000 Schaden. Wow, das hört sich auf jeden Fall lustig an, die Gegner durch Art einzufrieren. Das ist, wenn wir so einen Luftstoß machen. Das hört sich natürlich auch toll an, dass wir dann immer einen finalen Hieb auslösen. Oder Blutbad. Ja, das ist dann so... Ach, das ist dann einfach mit Nahkampfschaden. Das hört sich auf jeden Fall... Komm, dann schalte ich jetzt gerade mal das hier frei. Große Blaue haben wir ja auch genug, zum Glück. Schneiden in Kälte will ich auf jeden Fall auch haben. Oh, jetzt brauche ich 3. Es kann nur eine Mutation auf einmal aktiv sein.
Die Mutation gestärkten Summen wird beim Erforschen einer Mutation automatisch verbessert. Dabei werden zusätzliche Fertigkeitsplätze freigeschaltet. Ah, okay. Das ist dann... Naja. Tja, jetzt brauche ich noch große blaue. Tja, dann baue ich mir jetzt einfach mal große blaue. Kann ich da nochmal einen kleinen machen? Und der braucht 3 von den kleinen. Komm. Komm, bau nochmal 2. Da nochmal einen großen. Und dann, gehen wir mal zum Charakterbildschirm. Kann ich das jetzt freischalten? Oh, geil, schneidende Kälte. Dann könnte ich auch hier runter. Werden magische, einzigartige oder Hexerschwerter gezogen, erhöht sich der durch das Zeichenwurzel Schaden um 50% des Schwertschadens. Nö, ich will schneidende Kälte haben. Mutation aktivieren. Nächste Stufe erreicht, naja. Geil. Was könnte ich denn hier oben bekommen? Adrenalinrausch. Erhöht zu Kampfbeginn die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität 30 Sekunden lang für jeden Gegner. Nach dem ersten um 30%. Oh. Gegen viele Gegner kriege ich einen Bonus von 300%? Für 30 Sekunden. Nach dem Abklingen fällt die Jagd vom Zeichen für jeden Gegner dann im ersten um 10%. Naja. Zweites Leben würde natürlich dann hier auch Blutbad benötigen. Nee, das braucht Blutbad. Das braucht Adrenalinrausch. Wenn die Vitalin 0 erreicht, wirst du für Rügen unverwundbar. Brauchen wir nicht. Wir haben jetzt schneidende Kälte. Das hört sich super an. Ja, das hört sich super an. Tja, das nächste, was ich irgendwie ausprobieren wollte, aber da brauche ich ja Fertigkeitspunkte. Ich kriege ja nur einen pro Level. Ich habe keine mehr. Und auch große Mutagene könnte ich vielleicht welche bauen, aber... Wir spielen jetzt erstmal mit schneidender Kälte. Ein weiterer Fertigkeitsplatz zur Verfügung. Oh. Die Farbe der Fähigkeit, die du auf dem Extraplatz aktivierst, muss mit der Farbe der aktiven Mutation übereinstimmen. Oh, das ist natürlich ein bisschen... Scheiße. Fortgeschritten kann man an der gelben Farbe erkennen. Ja. Tja, ich kann jetzt von dem zusätzlichen Platz nicht profitieren, weil ich ja schneidende Kälte habe. Da kann man nur blau reinmachen. Ich habe alle blauen schon oben. Ja, ich könnte natürlich jetzt einen anderen blauen da reintun. Aber dann würde ich die Zeichenintensität verlieren. Ach. Okay, Leute, ich denke mal, bin fertig. Hab jetzt einen der blauen Sachen, habe ich woanders reingemacht. Und dafür unten in was anderes Rotes, was ich nur übrig hatte. Ich habe eh keine verfügbaren Punkte mehr. Also kann ich hier nichts mehr machen. Wir sollen nur noch das Labor verlassen. Und, ja. Was ist das denn? Ach, das liegt hier einfach so rum. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Mensch, Meier, was man hier ohne die Hexersinne anzumachen, alles übersehen kann, Okay. Ich denke mal, hier sind wir dann soweit fertig. Im Professor Moreaus Labor. Hat der noch irgendwas? Wo es hier rausgeht. Oh, jetzt funktioniert es mal richtig. Das war's jetzt hier. Können wir mal den Schatz hier holen. Bisschen Gold. Dann kann ich Corvo Bianco bisschen ausstatten. Ah, ne, es sind nur Runensteine. Okay, Leute, soweit, so gut. Ja, klar, ich habe noch zu Hause am schönsten, aber eigentlich bin ich jetzt mehr oder weniger soweit. Wir haben jetzt schneidende Kälte. Hätte ich auf jeden Fall cooler. Und jedes Mal, wenn wir Art machen, können Gegner eingefroren werden. Und entweder sterben sie, glaube ich, direkt. Oder sie kriegen auf jeden Fall irgendwie dann nochmal Schaden. Werden wir ja erleben. Also, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wir sind ja jetzt transformierte Hexer. Noch stärker, noch schneller, noch unmenschlicher. Ciao.
Wow! Das macht jetzt Eis. Wow, das ist auf jeden Fall lustiger, als einfach nur mit einem Schwert zuzuschlagen und dann mehr Schaden zu machen. Das wundert mich auch. Es gibt sehr viele Leute, die spielen irgendwie nur mit Schwertkampftechniken und benutzen mehr oder weniger nur Gwen. Nur dieses Schild und mehr nicht, aber dabei sind die ganzen Hexerzeichen und das, was den Hexer wirklich zu einem Hexer macht, ja, auf jeden Fall sehr viel lustiger. Wow. Bis dann.